es Juve gegen den BVB. Diesmal in der Zwischenrunde in der Champions League Gruppe C in der Saison 95-96. Hitzfeld und Henke natürlich in der Analyse, wie sollten wir spielen an diesem Spieltag, um gegen die großen Italiener zu bestehen. Hinzu kommt, sie brauchten junge Leute, denn etatmäßiges Personal fiel aus. Und so setzten sie hinten im Tor natürlich auf Stefan Kloß, der eine überragende erste Halbzeit spielte. Chancen über Chancen der Italiener abwehrte und die Null hielt. Nö, war schon klasse heute. Wir freuen uns alle, dass wir im Viertelfinale schon sind, und ist natürlich eine Riesensache für uns und für den Verein auch. Der Tabellenführer in der Bundesliga brauchte unbedingt Punkte bei diesem wichtigen Auswärtsspiel, denn nach 4 Spieltagen auf Platz 2 mit 5 Punkten, aber nur einen Punkt vor Bukarest, vorneweg ganz klar die Italiener und entsprechend selbstbewusst der Gast, und die Führung durch Michael Zorc in der 30. Minute absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, es war so, dass wir in den ersten 20 Minuten doch einige Probleme hatten. Juve hat einige Torchancen gehabt. Da hatten wir Glück, dass der Stoffel sehr gut aufgelegt war und einige Chancen pariert hat. Und ich glaube, nach dem 1-0 haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen und haben letztendlich auch verdient gewonnen. Treffende Analyse von Michael Zorc. Handspiel von Ricken, Schiedsrichter sieht es, und dennoch geht es aber weiter in dieser Partie. Und Dortmund setzte nach, vor allem in der zweiten Halbzeit, durch einen anderen Youngster, durch Lars Ricken in der 65. Minute mit einem Zaubertraumtor mit dem linken Fuß, das 2:0 für den BVB. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Coolness ist oder so. Ich habe den Ball halt ganz gut getroffen und dann geht halt so ein Schuss auch mal rein. Ausgerechnet 3 urwüchsige Dortmunder waren an diesem Sieg maßgeblich beteiligt. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ja, ist richtig. Also ich glaube auch, dass der Stefan Kloß heute, also der Vater des Erfolges war in der ersten Halbzeit, was er da gehalten hat. Das war schon sensationell. Und gut, dann haben Zorc und ich eben noch die Tore gemacht. Juve vielleicht auch ein bisschen mit angezogener Handbremse, wohl wissend, denn man war durch in dieser Gruppe. Es war nur noch Del Piero in der 90. mit dem 1:2. Ja, das freut mich natürlich besonders auch für Michael Zorc, der sich doch wesentlich steigern konnte jetzt im Laufe der Saison, auch in der Bundesliga hervorragende Leistungen brachte, jetzt auch wieder ein ganz wichtiges Tor schoss und Lars Ricken ganz abgeklärt und technisch perfekt. Das 2:0, das war auch ein Traumtor, und Stefan Kloß hat natürlich auch hervorragende Leistungen gebracht. Am Ende kamen dann beide Teams weiter.